Res. Du hast eine Community, ich nicht. Daran sieht man mal, wie viel dir an Tatsachen und Fakten gelegen ist. Und ich soll mich mit deinem Kanal beschäftigen, bevor ich laber. Du hast mal eine Montage gemacht, wo mit Übergängen und so und bist dafür des Todes geflamed worden. Ich gehe davon aus, dass das damit gemeint ist, dass, so. Spulen wir ganz kurz vor. Hier. Ja. Da fightest du schön. Moment. Wie viele Kills hat man da jetzt gesehen? Also, nicht wie viele Kills da jetzt wahrscheinlich waren, sondern wie viele man wirklich gesehen hat. Genau. Null. Weil diese Überfänge, die, Überfänge, genau, Nick. Übergänge, die für mich ziemlich einfach nur nach, ich schau mal, okay, da kann ein Übergang hin, da sind die ganzen Cuts, okay, Drag and Drop, hier mal was rausziehen, hier. Sieht ziemlich aus. Nicht geschaut. So, wie passe ich das jetzt an, dass es gut aussieht oder so, sondern einfach nur hier und Ende. So sieht das zumindest aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber es sieht ziemlich danach aus. Dann, es ist soweit, die Geschichte von Raven, bla bla bla. Die Geschichte von Raven. Bin ich der Einzige, der da so ein paar Parallelen sieht? Also, wie gesagt, die Montage, oder Montage, ist einfach nur ein paar Szenen zusammengecuttet daraus. Und da sind auch einfach nur ein paar Szenen hintereinander gecuttet. Hier, da steht, dass es Streamclips sind. Wir lesen uns mal den ganzen Text durch. Lange haben wir gewartet. Nee, eigentlich nicht. Viele Theorien aufgestellt. Nee, eigentlich auch nicht. Tatsächlich. Doch jetzt ist sie da. Ja. Super. Musik hört sich gespeedet an. Okay. Hier sehen wir deinen ersten Eindruck. Ich freue mich nicht drauf. Musik leise machen wäre zu viel Arbeit gewesen. Das wären, je nachdem mit welchem Programm du schneidest, zwischen einem und vier Mausklicks, das wäre wirklich so viel Arbeit gewesen, zugegebenermaßen. Reaktion auf Season 5. Erste Neuerung, die ich sehe, das macht einen Sound. Das war nicht. Das macht Sound? Das hätte, glaube ich, keiner erraten. Wir gehen mal rein. Okay. Auch keiner erraten. Season 5 ist da. Wikinger-Schiffe. Alles klar, man kann jetzt Golf spielen. Uff. Was ist das? Ist das ein Ladebildschirm? Direkt reinmachen. Wie geil. Direkt mal ein Ladebildschirm reinmachen. Mhm. Wir schauen direkt Battle Pass. Ja, ich weiß, wie der Battle Pass geht. Rats, das geht schon auf 100 Kanälen. Bring mal was anderes. Wow. Also, muss ich sagen, tatsächlich, für den Fall, dass ich mal eine Montage machen möchte, hast du mir damit viel Arbeit gespart, weil du es selber als Montage betitelt hast. Freut mich. Okay. Also, da hört man, by the way, raus, dass du deine Audiospur davon auch nicht ausgemacht hast. Wäre alles zu viel Arbeit gewesen, tatsächlich. Und, by the way, sowas ist keine Montage. Sowas sind Highlight-Clips oder sonst was. Und ich habe immer noch nicht gesehen, dass da steht, dass es Stream-Clips sind. Hier hast du ja geschrieben. Ich habe nicht gesehen, dass es da steht, aber okay. Warte, warum ist hier irgendwas auf Arabisch?
Also, wie gesagt, ne? Das war einfach nur daraus kopiert. Also, ne? Das hier weiß ich jetzt nicht, wie viel Arbeit da drin steckte, aber sah jetzt nicht nach so super viel aus, weil das meines Erachtens alles nur abgefilmt ist aus der Replay-Mod. Hier kann ich verstehen, da sieht man die Hälfte der Kills nicht. Ich habe es mir auch komplett angeschaut. Da sieht man die Hälfte der Kills nicht, bei wegen den Drag-and-Drop-Effekten. Und ja, das hier ist wie gesagt ein Highlight und keine Montage oder sonst was. Res, also wie gesagt, ne, man sieht auch an deinen Kommentaren und so, dass du einen Drang zur Wahrheit hast, dass du die Wahrheit sehr, dass es dir wichtiger ist als alles andere, die Wahrheit zu sagen. Und by the way, auch das mit dem Moment. Zu beleidigen, versuchen zu dissen, anstatt einfach mal logisch zu argumentieren. Das habe ich schon bei unserem letzten Beef festgestellt. Kannst du so einen Refill. Eine andere Person hat einen besseren Refill als du hinbekommen. Ich kann den 100-mal besser und ich könnte mit einer anderen Person dich im PvP schlagen und wir könnten whatever Ping-Pong mit dir spielen oder sonst was. Aber nicht einfach mal zeigen, jo, schau mal, ich kann den Nies toppen, sondern einfach in Beleidigungen übergehen. Herzlichen Glückwunsch, sowas nenne ich logische, argumentative Grundlage. Ich bin auf deine Antwort gespannt, wahrscheinlich kommt wieder etwas in die Richtung gehend.